So, hallo, willkommen zurück in Noskos. Ich muss euch was zeigen. Ich bin mir jetzt sicher, dieses Spiel ist kein Pay-to-Win. Wie komme ich darauf? Zeige ich euch ganz einfach. Ich habe den Sentinel und ich habe dafür nichts getan, außer gespielt. Ich habe sogar noch ein bisschen weiter gespielt, um euch das natürlich zeigen zu können, denn ihr seht hier, ich besitze ein Artefakt zur Klassenfreischaltung. Das habe ich für Stufe 10 bekommen und ich dachte, das bräuchte ich für den Shop. Dem ist aber gar nicht so. Darum können wir uns jetzt nochmal als Gegenpart, schauen wir mal. Die zwei haben wir zur Auswahl. Ja, den hier finde ich ja richtig cool mit dem Bogen. Kann ich den jetzt wahrscheinlich auch freischalten? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Klasse wird freigeschaltet, der Scout. Bestätigen. Ihr seht, ich habe einen neuen Charakter und ich habe keinen Cent ausgegeben. Im Inventar sind jetzt neue Sachen für ihn. Was zusätzlich noch dazu kommt, ihr levelt, euer Hauptaccount levelt und eure Charakter leveln ja auch, also die verschiedenen Klassen. Das ist hier für diesen Kram. Öffnen. So, eine Großkanone. Bestätigen. Gehen wir wieder aufs Arsenal. Jetzt können wir zum Alchemisten gehen und können dem Alchemisten die Großkanone geben. Damit haben wir unseren Alchemisten verbessert, ohne einen Cent auszugeben. Also, mein Fazit: kein Pay to Win. Dieses Spiel hier funktioniert wirklich. Wenn ihr spielt und Spaß habt und einfach Gegner abmetzelt, funktioniert das Spiel auch wunderbar ohne Echtgeld. Ihr könnt im Shop, ich gehe noch mal gerade rein, auf die Skins, natürlich ganz coole neue Rüstungen kaufen. Also wer meint, okay, die machen hier einen guten Job, ich will was ausgeben, ja. Ihr habt alle Chancen der Welt. Wenn ihr meint, ihr kommt nicht schnell genug zugange, könnt ihr natürlich auch mit Bonis und so arbeiten. Aber die Skins wären jetzt so für mich das einzige Interessante, muss ich zugeben. War ja klar, ne? So ein kleiner optischer Boost. Das Spiel läuft super stabil, es funktioniert klasse. Wie gesagt, ich bin absolut begeistert, dass ich jetzt hier schon nach so kurzer Zeit zwei weitere Klassen freigespielt habe. Und ja, wenn ihr mögt, schaut es euch einfach mal an. Sollte nur mal so ein kleines Statement sein zu dem Spiel. Also, dieses Spiel ist definitiv kein Pay-to-Win. Es ist wirklich Free-to-Play. Man kann Spaß haben, es ist sehr actionlastig, aber ne, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch die Videos an, wie ich da hin und her gemöllert werde. Ich habe inzwischen auch schon mal eine gute Partie gehabt. Da habe ich Screenshot von gemacht, weil ihr mir das sonst nie im Leben glaubt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Sollte nur eine kleine Information sein. Wenn ihr Lust habt, schaut mal wieder rein. Ich werde das hier bestimmt hier und da noch mal in Gelegenheitsspiele veröffentlichen, was ich hier so treibe. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sag bis die Nächte.